Wir stehen hier vor Draka und mir ist gerade aufgefallen, dass da oben ein, ein Postkasten ist. Das heißt, wir werden da noch zu mehr kommen, als bis jetzt ersichtlich ist, wenn da dieses Tor vielleicht sich öffnet. Wir werden sehen. Wir haben gestern eine dieser Runen hier freigeschaltet. Eines dieser Häuser. Aber die anderen müssen wir auch noch schaffen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Draka hat eine Menge für uns zu tun. Jedes Haus in Maldraxxus hat zwei Barone. Bevor mein erstes Haus, das Haus der Augen, gefallen ist, hat unser Markgraf eine Baronin entsandt, verdächtiges Verhalten im Haus der Rituale zu untersuchen. Seither habe ich nichts von ihr gehört. Entweder hat sie etwas entdeckt oder fiel dem Verrat zum Opfer. Ihre Befehle führten sie zum Verfall in den Osten. Wenn ihr die Baronin findet, gebt ihr diese Vorladung. Sie und ich waren keine Freunde, aber sie ist eine hervorragende Kämpferin. Wir könnten ihre Stärke brauchen, findet die Baronin in der Bastille der Abschwur. Das Haus der Seuchen fiel diesen Konflikt als erstes zum Opfer. Ujemini. Das Haus der Seuchen fiel diesem Konflikt als erstes zum Opfer. So ist es schöner. Wir dachten, ihnen sei eine bloße Unachtsamkeit zum Verhängnis geworden. Hätten wir die Wahrheit doch noch früher erkannt. Doch vielleicht ist nicht all ihr Wissen verloren. Vor eurer Ankunft meldeten unsere Späher Bewegungen bei der Ruine ihrer Nekropole. Falls es Überlebende gibt, wäre es klug, sie bei uns aufzunehmen. Doch seien wir vorsichtig. Die Giftschäden könnten sie irre gemacht haben. Oder noch Schlimmeres. Sucht in der Umgebung beim Haus der Seuchen nach Überlebenden. Unsere Streitkräfte bei der Speerspitze werden von Markgraf Garmals Vorhut belagert. Wenn Viras selbst die Verteidigung übernimmt, muss die Situation ernst sein. Das Haus der Konstrukte verarbeitet Fleisch, um für ihre Armee Körper zu erschaffen. Früher waren sie unabdingbare Verbündete, doch nun sind sie gefürchtete Feinde. Markgraf Krexus vertraut eurer Macht. Ohne Zweifel werdet ihr sie benötigen. Meine Macht oder das Vertrauen? Syras ist ungestüm, hat aber recht. Wir brauchen Verstärkung. Okay, mal gucken, wo ist denn das alles? Okay, wirklich mehrere Spots an meinem Kreis rum. Dann würde ich mal sagen, das eine ist eher dieses, dann da und da, könnte ich mir vorstellen. Och, dann machen wir doch gerade mal hier. Das ist, glaube ich, am nächsten, oder? Hier sind tatsächlich die unvergängliche Armee noch neutral. Also das wäre dann die zweite Fraktion hier. Ein Flügpunkt! Burkin, Flugmeister der Necrolords. Was war da noch? Visectus, Gespenst des Krieges. Boah, riesig. Der Name. Okay. Oh. Ah, guckt mal. Das kann man dann wahrscheinlich irgendwie füttern oder so. Damit es mächtiger wird. Was war denn hier? Metzger, Block, Stark, Arm. Hier irgendeine Säule. Kommt wahrscheinlich alles noch irgendwie ins Spiel. Ja, so leise hier. Also hier wird es bestimmt auch bevölkerter. Das sieht schon so aus, als ob das irgendeinen Sinn hätte hier. Manchmal hört man ein Rauschen hier. Aber das ist voll still. Mir fehlt hier so ein bisschen die Musik manchmal zwischendurch. Aber vielleicht ist das auch Absicht. Wo soll ich denn habe?
Pilze. Ii. Und der Stunk hier sieht schon so grün aus, die Luft. Da oben wartet jemand auf mich. Ach, da seid ihr ja, mein Lehrling. Wir haben viel zu tun. Lehrling? Das muss ich mir noch überlegen. Mal schauen. Schön, euch zu sehen. Mein Lehrling, ihr seid, was heißt zurück? Ich bin das erste Mal da. Euer Lehrling, ja genau. Euer Lehrling, was redet ihr da? Nun, mein Lehrling, Bescheidenheit ist unnötig. Ihr müsst mehr Vertrauen in euch selbst haben. Ihr seid meine klügste, hingebungsvollste Schülerin. Es wäre nachlässig von mir, ein solches Talent nicht durch individuelle Unterweisung zu fördern. Ich habe mich nur gefragt, wo ihr geblieben seid. Wir müssen nach dem Trank für Markgräfin Stradama fertig. Wir müssen den Trank fertigstellen. Sie wird sicher gespannt auf eure Fortschritte sein. Genießt die Feldforschung. Okay. Machen wir uns an die Arbeit. Mein Lehrling, ich habe überall nach euch gesucht. Ihr kehrt gerade rechtzeitig zurück. Markgräfin Stradama wartet auf den fertigen Trank. Ah ja, darf ich wahrscheinlich wieder irgendwie Zutaten sammeln, ha? Markgräfin Stradama wartet sehnsüchtig auf die Fertigstellung ihres neuesten Tranks. Allerdings scheine ich meinen Vorrat an Giftbeuteln verlegt zu haben. Wie peinlich. Ich bin in letzter Zeit irgendwie indisponiert. Würdet ihr mir bitte einen Gefallen tun und noch welche holen? Ohne sie können wir unsere Arbeit nicht fortsetzen. Wer hätte es gedacht? Mein schlauester Lehrling kehrt endlich zurück. Ich war in Sorge. Ich hörte lautes Gerumpel, während ich an einem meiner Experimente arbeitete. Und ehe ich mich versah, war ich hier und ihr wart verschwunden. Ah, okay. Er ist quasi auch etwas ortsversetzt. Es ist gleich, wo ihr wart. Jetzt seid ihr zurück und es gibt viel zu tun. Kommt, wir müssen zuerst unsere Zutaten holen. Könnt ihr riechen, wie die Sporen um uns herum keimen? Wir sollten ein paar für uns zur Unterfangen nehmen, erntet 8 strähnige Sporen. Lebt wohl, Lehrling. Mir einige Pets zum Zähmen. Da lasse ich jetzt erstmal die Finger von. Oh, ich sehe gerade, mein Gepäck ist auch ziemlich voll. Ich habe ganz viele Sachen. Ausschmeißen. Vorladung der Außerwelten. Eine Vorladung, die der eigenwilligen Baronin vorgelegt werden muss. Später. Collected. Collected. Nee. Alles weg. Weg. Auftrag der Ausdauer. Erhöht eure Ausdauer. Wo hab ich den her? Ach, ich glaube irgendwie aus einem... All unseren Freunden viel Glück. Fällt mir jetzt nicht ein. Jeeves fällt mir jetzt nur ein. Einen Blinktron. Zahl der 1000 Beine. Uralter Bluthauer. Das ist schon sehr gammelig hier. Weil da können wir ein Flattertier wieder zähmen. Wie sieht's denn hier aus bei meinen Pets? Sind die gesund? Ja, nachdem ich da dauernd abhau aus irgendwelchen Kämpfen. Ist schon naheliegend, dass sie vielleicht ein bisschen zu wenig. Oh, da wächst was. Guck mal, strähnige Spore. Ach, so sehen die aus. Okay. Und man kann sie kirschnern. Ach, da muss man ziehen. Okay, okay. Ich denke gerade, hä, wieso loot ich denn nicht? Da muss man mal wieder ziehen. So, was haben wir dann hier? Käferchen. Ah, so viel Giftbeutel haben die aber nicht dabei. Hey, lass meinen Halm stehen, den brauche ich noch. Wie
Vielleicht ist der Giftbeutel ja weg, wenn die das schaffen, hier diesen Giftcast auszuführen. Wäre durchaus möglich. Das würde ich aber trotzdem gerne, aber das ist so nah an diesem Blue Tower. Ah, jetzt vielleicht. Mal gucken, was da drin ist. Grau, grau, grau. Nee. Durch den Mastern. Mal gucken, ob das was bringt. Gifttechnisch. Könnte etwas gebracht haben. Das ist jetzt die ich gerade schon probiert habe. Oh, da, guck mal. Da ist eine grüne. Dann nehmen wir uns die doch gleich mal mit. Ups. Ja gut, dass die... Ich finde es mal ganz gut. Ach, wer findet das nicht? Oh, wenn sie ineffektiv sind. Aber der hier... Kraft entziehen. Dann hau sie mal schnell um hier, bevor sie dir zu viel Kraft entzieht. So, die soll weg. Und den nächsten, den wollen wir haben. Oh, das war aber ein mieser Schlag hier. Das wäre doch besser gegangen. Kein Crit rein, wenn ich den gerne haben möchte. So. Bisschen knutschi knutschi. Wargift. Oh. Röschel. Sterben. Ich habe Angst, dass ich so umhau. Wäre nicht das erste Mal. Vor allem, wenn es blaue sind. Und man dann das Blaue irgendwie umhaut. Das ist echt fies. Da eine Kropffledermaus. Auch wenn die hier alle so mega hässlich sind. Aber das ist halt einfach Sinn der Sache. Hier soll halt alles irgendwie eklig und hässlich sein. Ist noch ein Halm. Zack. Oh, da wächst noch einer. Auf der anderen Seite. Gruseliges Kriecherfleisch. Ich sollte mal kochen, bis das Zeug wegkommt. Da lässt jemand kostbares Leder liegen. War grünes. Oh, danke schön. So, was brauchen wir denn noch? Zwei Giftbeutel und zwei, nein, vier Sporen. Die buddeln sogar. Guck mal hier hinten. Haben wir. Guck mal, da qualmt auch irgendwas. Und diese Krabbeltiere sehen ja auch witzig aus. Schwerende Lava. So, der hat jetzt seinen Giftbeutel hier zerplatzen lassen können. Mal wieder. So Zeckenviecher. Oder Läuse. Bettwanzen.
Mag nicht kämpfen. Och nee, der wollte den mitziehen. Das wird schon weggezogen, okay. Oh ja, okay. Giftbeutel haben wir jetzt alle. Sehr schön. Und jetzt brauchen wir noch die Dinger da. Da stehen ja einige rum. Guck mal, da hinten leuchtet auch schon wieder eins. So. Das waren die zwei Sachen. Würde mich nie wundern, wenn wir das Viech da auch nachher noch jagen müssen. So auffällig, unauffällig hier. Hört ihr sie? Die ja, wo habe ich nur meine Giftbeutel gelassen? Guck mal, hier habe ich welche. Sind die auch gut? Ihr habt meine Giftbeutel gefunden. Was für ein hilfreicher Lehrling ihr seid. Also irgendwas muss ich ja so nütze sein. Und was für herrliche Sporen. Obwohl wir beide händeringend diesen Trank fertigstellen möchten, ist eure beste Lektion hier Geduld. Geduld und Schleime natürlich. Dank der Schleime läuft unser Labor wieder. Wie ich euch gelehrt habe, verbindet eure Zutaten im Kessel. Verrührt sie, bis sie zähflüssig werden. Ach, was rede ich da, als ob ihr noch nie euer eigenes fühlendes Wesen zusammengebraut hättet. Was, wie? Macht weiter, die Schleime rufen. Kriege ich dann so einen eigenen Schleim? Braut einen solchen geborenen Schleim in Marilets Kessel. Der Kessel wartet schon auf euch. Ah, ich darf mal wieder Sachen hineinpacken. Okay, ich hoffe, die anderen Spieler stehen mir nicht davor. Was habt ihr heute erschaffen? Okay, mach mal. Was, ich soll sagen, wenn ich bereit bin, aber das ging jetzt gar nicht. Möchte jemand frischen Schleim? Ach so, ich muss einfach nur schnappen. Ich muss nicht irgendwelche ansagen. Ich glaube, ich hätte. Darf ich zu früh gerinnen? Oh, ich habe schon mal gerührt. Okay, Gift hinzu. Ein Tröpfchen Gift für die Viskosität. Sporen. Aber die Sporen sahen doch ganz anders aus. Das waren doch so längliche Dinger und jetzt sind es komische Pilze. Ein paar Sporen, die als Katalysator dienen. Wunderbar. Rührt den Kessel noch einmal um, dann ja, seid okay, ihr fertig. Dann rühre ich noch mal. Sogar einen richtigen Stößel. Zack. Und den muss ich jetzt mitnehmen. Sogar mit Gerippe drinne. Das könnte sein eigenes sein, das könnte aber auch irgendwas sein, was er verdaut hat. Mit Hilfe des Markgrafen ist alles möglich. Ah, was für ein edler Schleim. Lehrt euch, wie man dieses Haustier beschwört. Studiert fleißig. Ah, warte mal, den müssen wir natürlich gleich. Ich glaube, den werden wir ein bisschen hinter uns herziehen. Solchen geborener Warum Schleim. Fühle ich mich. Ja, komm, der passt hierher. So leer. Hallo, Schleim. Für meine besten Schüler habe ich immer. Ah, Zeit. Schleime, treue Freunde und äußerst nützlich. Sie werden uns helfen, diesen Trank zu brauen. Aber unsere Werkzeuge sind wohl überall verstreut und baden im Giftmüll. Markgräfin Stradama wäre sehr enttäuscht über meine Ignoranz gegenüber der Laborsicherheit. Euer Schleim kann den Giftmüll durchkämmen und die Schadstoffe der Seuche verdünnen. Zieht die gesäuberte Ausrüstung einfach aus dem Körper eures Schleims. Schleime. Was würden wir ohne sie machen? Finde ich süß. Wir kriegen ein Pet und können mit dem Pet aber jetzt trotzdem eine Quest machen oder sowas. Kommt näher, mein Lehrling. Ich habe eine Mission von dringlicher Wichtigkeit für euch. Kürzlich ist ein Totenbeschwörer zu unserem Haus gekommen, den Lichtmarkgräfin Sindane geschickt hatte. Er hat so freundlich gewirkt und war stets bereit, bei den instabilsten Schöpfungen meiner Herrin zu helfen.
Aber ich habe dazugelernt, wie er herumgeschlichen ist und in unseren vertraulichsten Experimenten herumgestochert hat. Er wollte unsere Schleime stehlen, ich weiß es genau. Ihr solltet ihn scharf verwarnen. Stellt sicher, dass unseren Freunden kein Leid zustößt. Tötet Korim den Gerissenen, ein Gast des Hauses der Seuchen, ein Opfer des tragischen Zwischenfall. Genießt, trefft mich im Haus der Seuchen, wenn ihr fertig seid, Lehrling. Unsere Arbeit geht weiter. Und da liegt noch ein Buch. Auf Marilets Tisch liegt etwas, das wie ein altes, zerflattertes Tagebuch aussieht, in dem Seiten fehlen. Die lesbaren Einträge scheinen von Marilet vor dem Untergang seines Hauses geschrieben worden zu sein, als er noch zurechnungsfähig war. Vielleicht werdet ihr, wenn ihr die fehlenden Seiten des Tagebuchs findet, einen besseren Einblick in das bekommen, was dem Haus der Seuchen widerfahren ist. Findet die fehlenden Seiten. Ja, er wirkt schon sehr verwirrt. Ich denke mal, es hat geknallt, es ist explodiert, er ist durch die Luft geflogen und hier gelandet und irgendwie kann er sich an nichts mehr erinnern und ist ein bisschen durch. Irgendwo da unten. Ah, was ich noch gucken wollte. Ich kann nämlich hier immer gucken, was mir noch fehlt. Das hier angezeigt. An Pets. Es kann natürlich sein, dass ich alle habe. Dann könnte ich mal hier gucken. Im Bastion habe ich ja nicht so fleißig gezähmt. Ne, da sieht man gar nichts. Also entweder ist das hier noch nicht so abgedatet. Dann könnte ich mal so gucken. Ne, da ist auch nichts. Da muss ich mal gucken. Und dann wollte ich noch was gucken. Mir ist nämlich aufgefallen, dass hier unten sowas ist. Was ist denn das? Nach Zone ordnen. Jetzt kann man, dann muss man nicht immer so, sondern man kann hier, sag ich mal, ein Overview, dann über die ganze Welt und dann, warum da die verheerten Inseln sind, weiß ich nicht. Aber da wollte ich mal gucken, was das ist. Das ist mir in der Aufnahme erst aufgefallen, dass ich da so kleine Karten habe. Und dann wollte ich das mal unbedingt anschauen. So, was soll man tun? Laborausrüstung wiederkriegen? Weil da ist ein Fragezeichen. Ein Ausrufezeichen davor. Das sieht gut aus. Die sehen ja auch cool aus. Guckt mal, das sind auch so Schleime, aber eben nicht so wie mein kleiner Knubbeliger, sondern so wie das Skelett innen ist. Eitricher Schlick leider nur. Kannst du da was rausholen, lieber Schleim? Oh ja. Aber ich kann jetzt nicht bei ihm was... Ach, ich habe zwei. Also mein Pettchen und den hier auch noch hinten dran. Ich glaube, falls man das Kleine nicht rausholt... Oh, okay, dann sind das halt Geschwister einfach. Ach, guck mal hier. Hör mal schlobbern. Ah, jetzt muss ich anklicken. Anweisen. Hier. Was ist eigentlich in diesen Schlobbern? Solchen Abfall? Ja, ich soll da eigentlich die Laborausrüstung suchen, ne? Aber da ist nicht in jedem irgendwas drin. Ey, meins! Das habe ich gerade freigekämpft. Hexe. Ja, zieh sie halt einfach alle. Dann nehme ich den Schleim mit. Die finde ich mal ein Teil. Oh ja, guck mal, er hat was gefunden. Ah, Reagenzgläser. Oh, und die andere Sachen habe ich wahrscheinlich gar nicht entdeckt. Reagenzgläser und das eine war jetzt irgendwie sowas wie eine Bombe, Granate, dann noch eine Schriftrolle. Das müssten sogar die drei Teile sein. Die waren aber alle drei auf einmal in dem Haufen. Der hat doch gerade eben noch nichts in sich gehabt. Okay, 3 von 6. Dann suchen wir mal weiter. Was ist das? Ah, so ein Flugvieh. Ich gerade gedacht, hä, seit wann kann ich denn so schnodder? So, ich weiß die schon mal an. Dann kann ich hier schon nebenher mal ein bisschen wieder metzeln. Und wieder Reagenzgläser. Süß. Na, dann wollen wir dich mal befreien von diesem... Während der Primus fort ist, bahnt sich ein Bürgerkrieg an. Markgräfin Stradama vertraut mir ihre Ängste an.
Ohne Anima stagniert unsere Arbeit und somit auch unsere Macht. Eine Seite aus seinem Tagebuch. Wie? Was liegt da? Der ist auch ein bisschen mächtiger, oder? Der vor wie die anderen vorhin. Das Haus der Rituale will uns mit Anima versorgen. Stradama und ich vermuten ein doppeltes Spiel. Doch unser Haus kann nicht ablehnen. Wir müssen wachsam bleiben. Okay, also die haben sogar schon was vermutet. Die sind nicht blind da reingerannt, aber es hat ihnen wohl doch nichts genützt. Ups, was hast du denn da gefunden? Was ist das denn? Irgendein Elektro, eine Diode, sagen wir mal. Oder eine Spule, nicht Diode. Irgendeine Spule. Und da? Ach, nochmal Reagenzgläser. Okay, dann haben wir ja alle. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Seiten. Die Monstren werden aber immer stärker. Guck mal, hier ist auch eine Inni. Seuchensturz. Wo ist denn da der Eingang? Da hinten? Da oben? Ah ja, da schwurbelt's da oben. Okay. Das ist wahrscheinlich die nächste Inni für uns. Keine Seite. Wo brauchen wir denn noch eine? Seite 3. Oh, deines Grüne will ich jetzt nicht. Der rennt gerade weg, dann nehmen wir den hier. Na, wir hatten noch eine dritte Quest. Corim den Gerissenen getötet, genau. Muss doch hier auch irgendwo sein. Sag mal, haben nur die... Oh, der ist aber jetzt fett geworden, oder? Der war doch am Anfang nicht so riesig. Der hat sich gut vollgefressen. Haben nur die gelben diese Seite. Warte mal, hier sind normaler. Nö, die könnten die eigentlich auch haben. Ich glaube, die sind so fett, weil die in dem grünen Wabber stehen. Dann werden sie noch stärker irgendwie. Upsi, da fliegt aber viel rum. Nö, der hat nichts. Ich will auch einen. Die alle wegnehmen. Okay, auf der Seite ist nichts mehr. Gehen wir mal wieder ein Stück zurück. Da ist eins. Ein solchen getränktes Überbleibsel. Nee, den lassen wir stehen. Der ist mir ein bisschen zu fett. Dürfte zwar eigentlich kein Problem sein, aber ich hau nicht so gerne so ewig lang auf den Mobs rum. Nur wenn es sein muss. Komm, lass mal noch eine Seite hier. Wer hat denn hier die hübschen Kerzen angezündet? So mitten im Sumpf. Niemand kann den Lichs öffentlich Verrat vorwerfen. Also habe ich einen neuen Trank ersonnen. Ein letztes Mittel, um Stradama zu schützen, falls nötig. Ich bete, so weit kommt es nicht. Okay, erzählt aber nur, dass er ihn ersonnen hat und noch nicht hergestellt. Also von dem her hat er schon, die Erinnerung stimmt bei ihm schon noch, dass er einen Trank, einen wichtigen Trank für sie herstellen muss. Ich hoffe, dass er wirklich auch den Trank, den richtigen Trank auf dem Schirm hat. Okay, aber... Oh, es gibt noch mehr Seiten. Seite 4. Ich dachte gerade. Ach so, wie viele Seiten fehlen, sehen wir dann erst. Wir können auch mal diesen Untoten da noch suchen. Den Korn.
Wenn bei den dreien nicht diese Seite. Der Schnodder wächst immer noch weiter, oder? Kommt mir das jetzt nur so vor? Wenn ich hier was töte? Das Haus der Seuchen. Vernichtet. Wo ist Stradama? Ich muss den Trank herstellen. Okay, das war dann, nachdem er verwirrt angekommen ist. Jetzt brauchen wir noch Korim, der ist da drüben irgendwo. Ich glaube, da müssen wir da unten sein, oder? Oh, so geht's auch. Und der steht auch mitten im Schnodder, wenn er da ist. Schleimgigant. Okay. Ich habe auch einen Schleim dabei. Ein Schleimgigant. Er betet hier. Das ist ja noch nicht mal Elite oder sowas. Ich dachte, das wäre irgendwie Seuche im Glas. Ein besonderer. Aber er schmeißt mit Schnurder um sich. Und mit ansteckenden irgendwas. Tröpfchen. Mit Corona. Würde mich nicht wundern. Was bietet er denn da für Schleimgiganten an? Oder steht der normalerweise auch noch da? Okay, dann zurück zu meinem Meister. Jetzt irgendwo anders steht als vorhin. Jetzt müssen wir hier durch die Glibber-Glibber-Glabber. Okay, das ist irgendwo ganz da drüben. Wir halten uns mal auf der Straße. Vielleicht sind wir dann unbehelligter. Immerhin weiß er noch, wo wir zu Hause sind. Entlang. Habt ihr neue Ideen? Mein Lehrling, ihr seid zurück. War euer Schleim nützlich? Bestimmt. Oh ja, wir haben einige Dinge gefunden. Ihr und euer Schleim formt eine Bindung. Warum fühle ich mich? Ja, mein knuddeliger Schleim. Aber ich bin hier so ein bisschen. Was habe ich denn da? Mit Schleim bedeckt. Euer Haustier hat euch mit Schleim bedeckt. Danke, ich steck dich gleich weg. Hey, ich will nicht grün in der Gegend herumwanken. Unsere Schleime werden sicher sein, mein teurer Lehrling. Da steht wieder Verbesserung, aber das ist keine Verbesserung. Rittmeisterschaft. Verschließt nie euren Geist. Was sind diese Dinger? Haben unsere Kollegen Level diese Notizen 56. verlegt? Wie unordentlich. Die Kollegen, das sind deine, aber wer es verlegt hat, ich denke mal, durch die Explosion oder was da passiert ist, ist dein Tagebuch etwas ramponiert worden. Gute Arbeit, mein Lehrling. Unser Labor funktioniert wieder. Jetzt brauchen wir noch eine letzte Zutat, um den Trank für Markgräfin Stradama fertigzustellen. Ihr müsst zum Gewächshaus laufen. Ich habe einen Zweig Angstschatten kultiviert, der geerntet werden kann. Der bewegt sich auch. Ihr werdet die anderen Reagenzien vorbereiten, ich, während ihr unterwegs seid. Seid vorsichtig. Der Träger der Nachtwachsblume. Lebt wohl, Lehrling. Angstschatten ist das Lieblingsreagenz von Markgräfin Stradama. Trefft mich im Labor, sobald ihr es habt. Okay, und wir haben einen Flugpunkt. Und noch eine Quest. Ich bin über dieses komische, unheimliche Feuer getappt. Judas Schnieb. Ah, was für ein Name. Der süße Geruch der Verwesung. Obwohl das tatsächliche Haus der Seuchen verloren ist, ist das Wissen darin nicht. Es gibt hier Überlebende, die weiterforschen und grauenerregende neue Waffen entwickeln. Wir werden das Haus wieder aufbauen, noch größere Macht erlangen und bislang unbekannte
ungekannte Schöpfungen und Seuchen auf unsere Feinde loslassen. Vielleicht könnt ihr helfen. Sprecht mit Überlebenden und findet heraus, ob ihr ihnen helfen könnt. Für die Markgräfin und Maldraxxus. Guten Morgen, Generation Walk. Im WoW-Universum ist der Guten Morgen immer super. Oder der Morgen. Vor allem, wenn es viele neue Dinge zu erkunden gibt. Ja, ja. Okay, wir müssen erstmal hier runter irgendwie. Reinhäutiger Überlebender. Also reinhäutig sieht er nicht aus. Okay, da drüben ist was und da ist was. Und ein Schatz. Aber oben. Da oben auf der Klippe. Oh, das spritzt sehr hoch, aber das Licht ist noch höher, komischerweise. Was ist das für ein Licht? Pockenmischer. Ach, die mischen da was tatsächlich. Da rührt einer in diesem Zeug. Mischungsaufzeichner. Meister des Mischens. Oh, da bin ich ja gespannt, was da noch kommt. Alles für mich gerade nicht aktiv, aber das kommt wahrscheinlich irgendwie noch. Schlimmschlamm. Oh, der schmeißt da irgendwas von seinem Schlimmschlamm hinein. Aus dieser Tragödie werden wir neue Macht. Größere Macht schöpfen. Wie geht's dir denn? Und wie läuft's im neuen Update? Es läuft super, es macht mega viel Spaß und mir geht es genau deswegen bestens. Ich bin in meinem Element. Ihr seht heute seltsam. Violenmeister Geberisten. Wir werden einen Weg finden, das Gebrechen, das den Markgrafen befallen hat, nutzbar zu machen und es in eine Waffe zu verwandeln. Kann ich da irgendwie helfen? Es gibt eine sehr schwierige Aufgabe, bei der wir Hilfe brauchen könnten. Während ihr darüber nachdenkt, probiert ruhig die Experimente aus. Wir brauchen immer Versuchspersonen. Ich mal wieder. Die Zerstörung unseres Hauses macht uns nur stärker. Okay. Wir werden einen Weg finden, das Gebrechen. Ja, das hat. Der Zyklus ist ewig. Ist da noch irgendjemand? Hier drüben. Was ist das für Zeug? Da bin ich vorhin schon durchgelaufen. Übelzunge Sirlix, Meister des Mischens. Ach, jetzt kann ich mit ihm reden. Wir mischen weiter. Es gibt noch so viel zu entdecken. Kann ich irgendwie helfen? Die Arbeit, die wir verrichten, erfordert großes Kampftalent. Wenn euch Funkelmeister jetzt für tauglich befindet, lasse ich euch helfen. Ausgezeichnet. Die Früchte unserer Arbeit können wir womöglich früher ernten als angenommen. Streben. Was? Siegreich sein. Haltet ihr auch schön eure Rituale an? Kann ich hier irgendwie helfen? Eure Unterstützung ist vollkommen ist willkommen, Schlundgängerin. Gemeinsam können wir viel erreichen. Na gut. Von unserer Zusammenarbeit werden wir beide profitieren. Durch Reanimation kommt Ewigkeit. Ich werde euch über den Trankvorrat aufklären. Die Tränke, die wir hier kreieren, haben eine Reihe positiver Effekte. Tötet die Schleime in den Ruinen in der Umgebung und sammelt die triefende Zutat viskoses Öl, die sie womöglicherweise hinterlassen. Jeder Schleim kann große Mengen dieses Öls produzieren. Also könnt ihr immer nur das Öl eines Schleims tragen. Bringt dieses Öl zum Trankvorrat und werft es hinein. Oh, dann kriegen wir ein Heil- oder einen Mana-Trank. Dafür. Möge der Primus euch gewogen muss ich gerade mal gucken, ob ich was Neues dazu bekommen habe vorhin beim Level Up. Verbessertes Fallen. Verringert die Abklingzeit von Teerfalle. Nein, verbesserte Fallen. Und Eiskältefallen um 5 Sekunden. Das ist die Frage. Ist da noch was bei dem? Habt ihr genug Öl dabei? Nö, noch nicht. Und da soll ich es dann reinschmeißen, oder bei dem? Okay, und da drüben? Oh ja, guck mal, ein Rat. Machen wir den doch gleich mit um. Der kommt da ab und zu mal aus diesem komischen roten Brühe gesprungen, okay. Nur wenn er für uns was Nettes mit rausnimmt. Entziehender Bluttrinker. Ein Schmuckstück.
Könnte ich hier drüben Crit, Lebenslauf, Beweglichkeit eine Zahl, Beweglichkeit um 66 erhöhen? Ich glaube, im Endeffekt ist das andere Schmuckstück dann trotzdem besser. Ja, ich lasse das mal. Okay, was soll man noch tun? Also hier soll man trotzdem irgendwas tun. Das ist ein Punkt. Reservoir der gemischten Monstrositäten. Triebende Zutat. Okay, wir gucken jetzt erstmal nach den Schnoddern, die wir hier sammeln sollen. Und eigentlich... Nein, das machen wir dann nachher. Ich glaube, wir müssen eh nochmal da hoch. Dann gucken wir nach dem Schatz. Wir tragen an dem Öl nicht zu, dass wir dann immer so langsam sind. Wenn wir so weit weg sind, nervt das schon ein bisschen. Hm, hier war schon mal gar keins. Aber eigentlich logisch, dass die Dinger dann so eklig zerplatzen. Der hat nix. Aber guck mal, der hat da so Sächelchen innen drin. Seine Knöchel. Aber der da hinten. Guck mal, den da hinten können wir, glaube ich, brauchen. Brennen das extra? Da gibt es auch nur so kleine. Was sind da Glibber? Ich glaube, diesmal stelle ich mich mal nicht so nah, weil wenn der verplatzt. Uah. Oh, der hat was, oder? Nee, auch nicht. Kiki-diki-di. Aber doch, der hat doch was. Guck mal. Ah, okay. Und wir können Gott sei Dank normal laufen. Okay, dann muss das aber in das Rote, oder? Nehme ich mal an. Oder da. Auch da. Okay. 3 Stück muss ich finden. Und jetzt sieht der Trank tatsächlich rot-grün gemischt aus. Finde ich ja gar nicht schlecht. Hat immer noch schön grün. Der ist auch rot. Brauchen wir unterschiedliche Transferrate, viskoses Öl? Nö, ich glaube, das ist egal. Welche Farbe? Der hat aber nichts dabei. Da hinten ist noch einer. Ich glaube, ich sollte nicht durch dieses Wasser laufen. Das ist nicht so gesund. Wenn es überhaupt Wasser ist. Okay, bei dem gibt es wieder was. Da muss ich wohl in die Brühe. Ich hüpfe mal hier rüber. Oh, hier kann man sogar angeln. Könnte man ja mal machen. Mit unserer neuen Angel. So, noch eins. Da, bitteschön. Jetzt wird es noch roter. Warte, machen wir irgendwo. Wo könnte ich denn die Angel hinpacken? Was ist das? Kann ich, wieso ich das da drin habe? Dann nehme ich doch da mal die Angel rein. Die neue, die. Ja, Schandlandeangel. So. Okay, die sieht ja gar nicht mal schlecht aus. Und dann angeln wir hier mal in diesem Pool und gucken, was bei rum. Warum kommt. Okay, ich habe. Normalerweise das hier dann vertauscht, wenn ich angel. Deswegen gerade so, hä? So, unsere schicke Angel. Ja. Verlorene Seezunge. Kann ich die auch bauen? Also bei meinen ersten Kochrezepten, ich habe ja noch nichts gekocht. Müsste da sowieso mal gucken. Dass ich mal ein paar Sachen verkoche. Oh, jetzt ist es weg.
Mal gucken, was sonst rauskommt, wenn man hier angelt ohne Pool. Nur bloß zwei. Vielleicht hat ja schon jemand drin geangelt und hat schon was rausgeangelt. Das, weil normalerweise kann man schon verlorene Ohrring. Okay, mein Angelskill ist, glaube ich, nicht gut genug. Dann nehmen wir mal hier wieder den Bogen zur Hand. Und verkaufen mal gleich den ganzen Schotter, den der uns so Gepäck vermüllt. Warte mal, was kann denn weg? Ja, die netten Handtüchen. Und dieses Schmuckstück. Okay. Mögen eure Füße gute Pfade finden. Und dann suchen wir mal weiter nach Tee. Da haben wir es schon. Mal gucken, was dann da rumkommt. Lup. Oh, was für eine Reaktion. Guck mal da. Verschlingender Durst. Symbiotische Beziehung, Lebensraum um 5 erhöht. Nein, das ist aber jetzt nicht. Doch hier, verschlingender Durst, maximale Gesundheit und Tempo um 50 erhöht. Fügt sich selbst alle. Okay, es damaged ein bisschen, aber ich kann auch ein bisschen. Teilen wir uns all dieses fabelhafte Gebräu, das ihr erschaffen habt. Ich hätte gerne einen Heiltrank. Vertraut auf den Zyklus. Und später wieder. Wir werden gemeinsam einen weiteren Trank herstellen. Okay. Jetzt haben wir hier eine Daily. Guckt mal. Wahrscheinlich übers Tränkemischen. Harte Mischung. Was braucht ihr für das Gemisch? Gebt mischbaren Schlamm, viskoses Öl und verpesteten Schlamm in das Reservoir des gemischten Monstrositäten. Der gemischten Monstrosität, um neues, unerwartetes Leben zu erschaffen. Ihr könnt die Zutaten auch in den Trankvorrat geben, wenn ihr sie loswerden wollt. Möge euer Pfad nicht in den Schlund führen. Okay, was wäre denn die Daily? Harte Mischung. Ihr habt euren Erfolg beim Trankvorrat mitverfolgt. Nein, ich habe euren Erfolg beim Trankvorrat mitverfolgt und ich denke, ihr könnt mir helfen. In diesem größeren Reservoir kreieren wir gefährliche Mischungen. Ah, also hier. Es gibt drei verschiedene triefende Zutaten, die wir in unterschiedlichen Kombinationen zusammenmischen, um gewaltige Kreaturen zu erschaffen. Sobald ausreichend Zutaten zum Reservoir hinzugefügt wurden, nimmt die Mischung in ihre Form eine Form an und eine Kreatur wird erscheinen. Ach, war das der Ra? Bringt eine beliebige Kombination der Zutaten verpesteter Schlamm, viskoses Öl oder mischbaren Schlamm zum Reservoir der gemischten Monstrositäten. Möge der Primus auch schon mal machen. Gewogen sein. Verpesteter und mischbarer Schlamm sind manchmal schwer zu finden. Und jetzt haben wir hier auch ein O30. 1, 2, 3. Keine Ahnung. Oder das ist wahrscheinlich schon drin von anderen Spielern, könnte ich mir vorstellen. Oder 1, 3? Oder braucht man da 3? Oder wir werden sehen. Ich bin mir sicher, dass wir so nebenher so Zeug sowieso finden. Da unten ist jetzt noch jemand, der was von mir will. Also da. Naja, das ist unser Spezi. Aber ich glaube, ich gucke erstmal nach dem Schatz. Ich will jetzt doch wissen, was es ist.